Ja, wir bleiben jetzt im Osten Bayerns, kehren wieder in etwas großstädtischere Gefilde zurück. Sie werden allerdings merken, dass es für diese Art von Kooperation nicht unbedingt eine Großstadt braucht. Auch in kleineren Einheiten können Kirche, Kultur wunderbar kooperieren. Lassen wir uns jetzt zum letzten Kongregationspunkt, Kongregation 4, inspirieren von den Regensburgern. Pfarrerin Barbara Eberhardt und Kulturreferent Clemens Unger. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und Sie dürfen nach vorne. Ja, gemeinsame Projekte zwischen Stadtkultur und Kirche am Beispiel Regensburg. Wir stellen Ihnen das jetzt vor, Herr Unger und ich, Herr Unger für die Stadt, ich für die evangelische Kirche. Wenn Sie an Regensburg denken, was fällt Ihnen ein? Den meisten fällt, was? Bratwurst, um Gottes Willen. Den meisten fällt der Dom ein. Regensburg ist doch katholisch, höre ich oft. Und dann fällt manchen auch ein, was man jetzt hier auf diesem Bild rechts sieht, die mittelalterliche Stadt. Also Regensburg ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe wegen seiner Altstadt. Und ja, das sind eigentlich so die zwei prägenden Säulen, meint man. Es gibt aber schon hier auf dem Bild, hier, eine evangelische Kirche. Und Regensburg hat auch eine evangelische Geschichte, und zwar gar keine unbedeutende. Und die zu entdecken und auch heute wieder ja, zu beleben, das ist eine spannende Sache. Dieses Regensburg ist jetzt auch seit April letzten Jahres Reformationsstadt Europas. Da gab es dann, also das ist ein Label, das wird von der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa verliehen und da gab es eine große Übergabe an den Oberbürgermeister links, den evangelischen Dekan in der Mitte und Herrn Unger auf der rechten Seite. Also Regensburg ist Reformationsstadt Europas, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir überlegen jetzt, wie können wir diese Sache füllen. Das ist eine Sache auf die Zukunft hin. Man muss aber auch sehen, dass Regensburg schon in vielen vergangenen Jahren immer, da gab es schon immer eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Kirche und Stadt. Und das machen wir jetzt an zwei Punkten deutlich. Das eine ist gemeinsame Orte, da nehmen wir einen Ort her. Und das andere sind gemeinsame Projekte. Der gemeinsame Ort ist der Neupfarrplatz. Ich fange mal an. Am Neupfarrplatz, den Sie hier sehen, das muss man wissen, das war früher das Gebiet der jüdischen Gemeinde in Regensburg, das jüdische Viertel. Die jüdische Gemeinde wurde 1519 vertrieben, Synagoge und Wohnhäuser wurden zerstört. Man hat eine hölzerne Wallfahrtskapelle draufgebaut, 1519, also war alles noch katholisch. Es gab eine boomende Wallfahrt, die aber schnell in sich wieder zusammengebrochen ist. Im Rahmen dieser Wallfahrt hat man dann schon begonnen, eine steinerne Kirche zu bauen, aber nachdem die Wallfahrt dann nicht mehr so lief, sind auch die Gelder ausgeblieben und die steinerne Kirche ist ein Torso geblieben. Also statt einer ganzen großen Kirche ist nur die Apsis praktisch gebaut worden mit einem Abschluss und das ist die heutige Neupfarrkirche. Und in dieser Neupfarrkirche wurde, die hieß damals noch Kirche zur schönen Maria, da wurde am 15. Oktober 1542 feierlich die Reformation in Regensburg eingeführt. Also Regensburg wurde da evangelische Reichsstadt. Eine Insel im umgebenden katholischen Herzogtum Bayern. Ja, und von der Neupfarrkirche aus wurden dann auch immer oder in der Neupfarrkirche wurden Prediger ordiniert. Ich habe vorhin mit einem Kollegen aus Österreich gesprochen. Also gerade aus Österreich kamen Leute nach Regensburg, haben Theologie studiert oder auch das Studium schon mitgebracht und wurden dann in der Neupfarrkirche ordiniert und wieder entsandt nach Österreich zurück oder auch weiter nach Slowenien und in andere Gebiete. In Regensburg waren damals Gnesio Lutheraner, also das waren strenge Lutheraner und die hatten auch das Ziel, so das orthodoxe Luthertum zu verbreiten, gerade so in den Südosten hinein, ist ihnen ein paar Jahrzehnte auch sehr gut gelungen.
Und das ist auch so eine Bedeutung, also das weiß man kaum, also diese geschichtliche Bedeutung der Neupfarrkirche für einen breiten geografischen Raum. Hier noch eine Innenansicht und den Abendmahlskelch oder eine der Abendmahlskelche von 1542, woraus das erste Abendmahl auch mit Wein ausgeteilt wurde. Und von dem Abendmahlskelch trinken wir heute noch in den Abendmahlsgottesdiensten in der Neupfarrkirche. Und mit der Neupfarrkirche kann man auch so ein paar Sachen machen. Wir hatten jetzt letztes Jahr in Kooperation mit dem Gottesdienstinstitut und der Lutherdekade die Aktion Der verhüllte Gott. War eine spannende Sache. Ja, meine Damen und Herren, diese Neupfarrkirche ist der Kern und die Seele des Neupfarrplatzes. Aber es gibt hier noch mehr und ich denke, es ist gut, dass sich die Stadt, die Kirche, die Stadtgesellschaft hier zusammengetan hat und ein entsprechendes Projekt entwickelt hat. Auch im Sinn der Nachhaltigkeit geht das bis heute. Wir haben in den 90er Jahren den Neupfarrplatz umgestaltet und sind, wie es in Regensburg üblich ist, natürlich dann im 6 Meter hohen Kulturschutt auf jede Menge Überraschungen gestoßen. Und die größte Überraschung war sicherlich, dass wir zunächst einmal das Fundament der alten romanischen Synagoge, über der dann die gotische Synagoge errichtet worden ist, entdeckt haben und dass wir alles, was eben einplaniert worden ist von dem jüdischen Viertel bei archäologischen Ausgrabungen, was unter Tage war, wiederentdeckt haben. Und da war jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Betrachtet jetzt die Stadt ihren Part, betrachtet die Kirche ihre Neupfarrkirche, die früher einmal Staatskirche in der Freien Reichsstadt Regensburg gewesen ist. Und ich denke, wir haben alle miteinander sehr gut daran getan, dass wir das gemeinsam gemacht haben und dass wir seit dieser Zeit beispielsweise auch unsere Punkte gemeinsam darstellen. Erstens das Dokument unter dem Boden. Das heißt, man kann also heute neben der Neupfarrkirche am Fundament in die Tiefe gehen, kann dann zurückschauen bis zur Römerzeit und entdeckt dort in den Kellergewölben der jüdischen Kaufmannsviertel die steinerne Geschichte sozusagen dieses Platzes. Über das dunkelste Kapitel der Regensburger Stadtgeschichte haben wir ja schon gehört, 1519, dann die Zerstörung des Ganzen. Übrigens auch ganz interessant, zumindest mit einem Satz darauf hinzuweisen, dass in dieser, einer der bedeutendsten jüdischen Gemeinden Regensburgs, in Koexistenz mit den Christen in Regensburg das ganze Mittelalter hindurch es kein einziges Pogrom gegeben hat. Auf der anderen Straßenseite von der Synagoge war die katholische Augustinerkirche. Und ich denke, das ist für uns auch eine Herausforderung, dass wir in einer friedlichen Koexistenz miteinander auftreten und miteinander arbeiten. Diese Synagoge galt es jetzt dann auch wieder zu beleben, zumindest symbolisch wieder zu beleben. Deshalb hat die Stadt Regensburg gemeinsam mit dem Künstler Dani Karwan, einer der renommierten, darf man sagen, ein Kunstwerk entwickelt. Wir haben nämlich Dani Karwan begeistern können, dass er auf mit einem modernen Kunstwerk sozusagen, das den Grundriss der Synagoge aufnimmt und damit dieses Kunstwerk gestaltet. Übrigens steht die Regensburger Synagoge fast passgenau in Wien oder in Krakau und da sehen Sie schon diese Strahlkraft, die von Regensburg in den Osten Europas ausgegangen ist. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Kirche im lebendigen Sinn. Die Neupfarrkirche wird mit einbezogen. Darum ist das also eine Selbstverständlichkeit, Dokument, Kirche, Kunstwerk, dass das gemeinsam dargestellt wird. Wenn es um Besichtigungen geht, gehen wir ins Dokument. Wenn es um Konzerte oder Lesungen oder größere Veranstaltungen geht, darf die Stadt Gast sein in der Kirche. Das ist eine, in der Neupfarrkirche. Das ist Gott sei Dank zur gelebten Selbstverständlichkeit geworden und mit diesen Programmen gehen wir dann auch und das darf ich vielleicht sagen, das ist mir bis jetzt heute Nachmittag noch ein bisschen zu wenig betont worden, ist es ganz besonders wichtig, dass wir nicht nur über Kirche, Kultur und Tourismus sprechen, sondern über das Wichtigste, was dazu gehört. Das sind die Menschen. Ich meine jetzt in dem Fall die Einheimischen. Wenn wir ein Programm nur für die Touristen gestalten, dann droht es sehr schnell zur touristischen Attraktivität zu werden oder abzugleiten. Wenn wir aber, und das haben die Oberpfälzer so schön gesagt, wenn wir aber zuerst die Menschen, unsere eigenen Leute mit einbeziehen und ihnen das bewusst machen, was es hier zu erleben gilt und was unsere eigene kulturelle Identität ist, dann tun wir uns viel leichter und dann ist es auch leichter und authentischer zu vermitteln im Tourismus. Deshalb gibt es
städtische Führungen, bei denen die Kirchengeschichte erzählt wird. Es gibt Kirchenführungen, in denen natürlich die Stadtgeschichte nicht außen vor sein kann. Es gibt die Kirchenmusik, selbstverständlich ist das eine Einheit, es interessiert doch keinen einzigen unserer Gäste oder unseren Einheimischen, ob jetzt die evangelische Kantorei allein von der evangelischen Kirche finanziert wird oder ob die Stadt Regensburg auch mitfinanziert. Wichtig ist, dass sie gut sind. Und das ist das Geheimnis, mit dem Sie auftreten. Bitte. Genau. Wir arbeiten auf bei Events auf dem Neupfarrplatz zusammen, also zum Beispiel beim Bürgerfest, was alle 2 Jahre stattfindet, oder auch beim Christkindlmarkt, der nicht so ist wie der Nürnberger, aber auch seinen Charme hat. Gemeinsame Projekte. Und da kommt jetzt aber wieder gleich Herr Unger dran. Wir haben in Regensburg die große Chance, dass Herr Unger da was etabliert hat, was uns als Kirche auch immer die Möglichkeit gibt, anzuknüpfen und uns produktiv zu beteiligen, ohne dass wir gleich den ganzen Rahmen schaffen müssen. Und diese Chance, das sind die Kulturjahresthemen der Stadt. Ja, das war eine Initiative, die eigentlich einmal vom Tourismusverband Ostbayern realisiert wurde, dessen Geschäftsführer ich gewesen bin. Da gehört jetzt die Oberpfalz wieder dazu. Vor 30 Jahren haben wir uns bemüht, den Geburtstag eines Künstlers zu nützen, um damit eine ganze Region touristisch sauber und ordentlich zu vermarkten. Das aß im Jahr 1986. Die Bilanz war 1 Million Übernachtungszuwachs und die Nachhaltigkeit dieses Projektes, denke ich, darf man sagen, hat viele Jahre eben entsprechend nachgewirkt. Ich erzähle immer so gern das schöne Beispiel, als wir eine Briefmarke bei der Deutschen Post beantragt haben und die Antwort bekommen haben, Cosmas Damian Asam ist kein Künstler von internationalem Format, also gibt es auch keine Briefmarke zum 300. Geburtstag. Am Ende des Asam-Jahres haben wir wieder eine Briefmarke beantragt, nämlich zum 250. Todestag von Cosmas Damian Asam 1989, und dann hat der gleiche Sachbearbeiter mir geschrieben, Cosmas Damian Asam ist ein Künstler von internationalem Format. Das können Sie, und da verweise ich da gern drauf, das können Sie mit den Themen, mit den Kulturthemen, mit der Vernetzung, mit der Symbiose von Kirche und Kultur und Tourismus miteinander erreichen. Und ich denke, es macht Sinn, eine Thematik oder ein Thema vorzugeben, das darf ruhig auch ein bisschen ungewöhnlich sein. Sie lesen, wir haben im Jahr 2008 das Jahresthema gehabt, Wasser und Wein. Ich hatte da mal die Kritik bekommen, dass ich zu sehr kirchliche Themen als Jahresthema nehme. Dann haben wir eben gesagt, Wasser und Wein, und da kann sich jeder beteiligen. Und wichtig ist, dass ich als erstes, dass sich die Kulturakteure mit diesen Themen identifizieren. Und wenn Sie sich mit diesem Thema mal identifiziert haben, dann gestalten Sie das Thema auch mit. Und da kann man ein ganzes Jahr lang, das ist zum Beispiel unser 140-seitiges Programm für das nächste Sommerhalbjahr, dann kann man damit eben auch gestalten und kann Kirche und Tourismus zusammenbringen. In diesem Jahr haben wir als Anlass 800 Jahre Dominikanerorden in Europa. Da habe ich dann natürlich im Kulturausschuss des Stadtrates gehört, schon wieder so ein katholisches, langweiliges Thema. Da habe ich gesagt, ich setze mich mit den Regensburgerinnen und Regensburgern zusammen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, was Albertus Magnus für eine tragende Gestalt war? Habt ihr euch mal bewusst gemacht, dass der vor die Stadtmauern geht, dass Bettelorden vor den Stadtmauern in die Armen- und Handwerkerviertel hinein kolossale Kirchen bauen? Wissen Sie eigentlich, dass das die größte Simultankirche der Oberpfalz ist? Die Dominikanerkirche in Regensburg? Und dann hat natürlich der Funke gezündet, und dann haben wir natürlich auch erreicht, dass die jungen Regensburgerinnen und Regensburger mitmachen. Und da sehen Sie, wie das verzahnt wird, wenn beispielsweise die Stadt Regensburg ihren Kalender verschickt, insbesondere an VIPs, an Politiker, an Journalisten, dann wird das Thema vorweggenommen. Und dann ist dieses Thema schon einmal positioniert. Also haben wir in diesem Jahr die Dominikaner beworben. Im nächsten Jahr gibt es als Jahreskalender Michael Ostendörfer. Michael Ostendörfer ist einer der bedeutenden großen, kommen wir gleich drauf, Entschuldigung, ich übergebe. Ich gehe erst nochmal zurück, dann gehen wir nach vorn. Zurück geht es ins Jahr 2014, da haben wir nämlich auch erfolgreich kooperiert bei einem Jahresthema, da hatten wir ja in Regensburg die Bayerische Landesausstellung Ludwig der Bayer. Ging das noch weiter? Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser. Ludwig der Bayer. Und es war eine sehr schöne Ausstellung.
Und wir haben dann überlegt, was können wir jetzt da noch dazu machen und haben lustigerweise eine Zusatzausstellung gemacht, die einen wunderbaren Anklang gefunden hat. Und zwar mit Bildern von Ottel Eicher. Ottel Eicher, das ist der Grafiker, der auch die Piktogramme zu den Olympischen Spielen in München 72 gemacht hat. Oder auch das Sparkassen-Logo, dieses S mit dem Punkt drauf, ist auch von Ottel Eicher. Oder die Rotis-Schrift, die wir in der Landeskirche verwenden, ist auch von Ottel Eicher. Und der hat also so einen Plakatzyklus gemacht zum mittelalterlichen Theologen Wilhelm von Ockham. Und dieser Wilhelm von Ockham war ein Berater von Ludwig dem Bayern. So, und dann haben wir da wieder den Connect gehabt, also in der mittelalterlichen Geschichte, den Zusammenhang von Staat und Kirche. Und wir haben geguckt, wie schaut es jetzt heute aus, durch diese Brille auch von Ottel Eicher. Und das war eine wunderbare Ausstellung in den Sommermonaten von Ende Juli bis Mitte September. Und die ist überragend gelaufen, also man hätte es nicht gedacht. Und wir haben ein Begleitprogramm dazu gemacht. Also da haben wir auch das evangelische Bildungswerk im Boot gehabt und die städtische Galerie im leeren Beutel, wo das stattgefunden hat. Das ist jetzt nur so ein Ausschnitt aus dem Flyer. Also es gab im Programm Vorträge, Podiumsdiskussionen, Themengottesdienste und Führungen. Und das war so eine Preview-Veranstaltung praktisch, war noch vor der Ausstellung. Da sind wir in ein Dominikanerinnenkloster vor den Toren Regensburgs gegangen, nach Pettendorf, und Professor Schmidt hat da dieses eine Bild erläutert und die Hintergründe, und das war hochspannend, wenn man mal so in den Detail geht, was da alles dranhängt an geschichtlichen und theologischen Hintergründen. Und ja, und das ist jetzt so ein Blick in die Ausstellung und in die Veranstaltungen um die Ausstellung, Podiumsdiskussion und die Eröffnung. Man kann jetzt sagen, was hat das eigentlich zu tun mit Tourismus? Ich habe nach ein paar Veranstaltungen, habe ich da mal so ein bisschen die Leute angesprochen und habe auch mit einem Paar, so Mitte 30, gesprochen, die kamen aus München. Ich habe gesagt, ja schön, dass Sie aus München zu dieser Veranstaltung da in die städtische Galerie kommen, haben sie gesagt, ja, wir sind schon zum dritten Mal hier, weil die Bayerische Landesausstellung hat drei Teile und hier gibt es ein super Begleitprogramm und wir kommen dann immer und schauen uns einen Teil der Landesstellung an, gehen in eine Veranstaltung des Begleitprogramms zu Wilhelm von Ockham und dann gehen wir noch essen und schauen noch in der Stadt ein bisschen rum. Also das ist eigentlich, also das ist wunderbar sowas, finde ich. So. Jetzt haben wir 2017 ja das Reformationsjubiläum und wir haben diese wunderbare Geschichte, dass die Stadt als Jahresthema Stadt und Glaube gewählt hat. Stadt und Glaube. Und jetzt haben wir überlegt, was feiern wir denn 2017? Und jetzt kommt der Ostendorfer Altar, sondern jetzt kommt erstmal ein Rückblick. Ich habe es vorhin schon erwähnt, 1542 wurde in Regensburg die Reformation eingeführt. Das hat sich 1992 zum 450. Mal gejährt und 2017 wird sich zum 475. Mal jähren, von Luther und seinen Thesen ganz abgesehen. 1992 hat Regensburg schon gut gefeiert und daran sieht man, dass damals schon eine gute Zusammenarbeit von evangelischer Kirche und Stadt da war. Ja, wir haben im Historischen Museum 450 Jahre Reformation, gemeinsam eben wieder Kirche und Historisches Museum Stadt Regensburg entsprechend dargestellt. Das Thema ist bearbeitet. Es wäre beim kulturellen Reichtum einer Stadt Regensburg fad, dieses Thema jetzt noch einmal aufzuwärmen. Also haben wir uns überlegt, wo sind wir anders als die anderen? Wo können wir uns profilieren? Neben den 500-jährigen Jubiläumsfeiern von Wittenberg und Wartburg etc. Und da haben wir uns der eigentlichen Bedeutung und Dimension der Regensburger Kulturgeschichte im kirchlichen Bereich besonnen. Die Neupfarrkirche ist die Mutterkirche des gesamten südosteuropäischen Raumes. Von Regensburg aus geht ganz maßgeblich die Reformation in den europäischen Donauraum, also Österreich, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Kroatien, verweise ich nur auf den Flaccus Illyricus, jetzt kann ich sogar richtig aussprechen, ja, der in Regensburg vor 450 Jahren eine protestantische Universität gründen wollte. Er ist ja neben Luther und Melanchthon sicherlich eine der großen Schlüsselgestalten. Und jetzt geht es auch wieder darum, dass wir das Thema miteinander bearbeiten.
Wir besitzen als wertvollsten Schatz in unserem historischen Museum den Ostendorfer Altar, eines der herausragendsten Kunstwerke, glaube ich sagen zu dürfen, der Reformation in Deutschland. Dieser Altar stand ursprünglich in der Neupfarrkirche, ist heute eben bei uns im Museum und der Künstler ist relativ unbekannt, Michael Ostendorfer, ein Schüler von Albrecht Altdörfer. Das nehmen wir von städtischer Seite her zum Anlass, dass wir nächstes Jahr eine große Kunstausstellung machen, Michael Ostendorfer, seine Zeit, Audition des Altares, und dass wir alle, die uns dabei unterstützen und die dabei mit im Boot sitzen wollen, mitmachen können. Es wird in Vorbereitung dazu beispielsweise eine Vortragsreihe geben mit der Universität. Die Vorträge gibt es natürlich nicht in der Universität, sondern die gibt es in der Stadt, die gibt es im evangelischen Bildungswerk, die gibt es in städtischen Räumlichkeiten, damit wir das Thema eben, wie ich Ihnen sagte, zuerst bei den Einheimischen positionieren und mit diesem Thema zuerst der Regensburger Bevölkerung die Chance geben, sich zu identifizieren. Und dann tun wir uns umso leichter, um im nächsten Jahr eben ein ganzes Jahresprogramm aufzustellen. Da sehen Sie jetzt einmal, was wir alles im Kopf haben. Wie gesagt, der Kalender ist momentan schon in der Mache. Und hier noch einmal ein Hinweis auf die Dinge, die im Raum stehen. Genau, also was spannend ist, ist auch das Stadt- und Kirchenführungsprogramm, weil da versuchen wir jetzt im Moment mal verschiedene Akteure zusammenzubringen. Also wir haben Kulturen, die im Auftrag der Touristinfo, der städtischen Touristinfo Führungen machen, die werden am meisten gebucht und die bieten schon länger eine Führung durchs evangelische Regensburg an und für 2017 konzipieren die neu eine interreligiöse Führung. Und wenn man das jetzt mit dem Neupfarrplatz gesehen hat, wie der auf dem Boden des Judentums steht und auch aktuelle Themen dann mit Moscheebau und sowas noch dabei sind, also wo sind auch islamische Spuren in der Stadt, dann merkt man, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, gerade um 2017 nicht zu einem konfessionell verengten Jahr werden zu lassen. Also das ist ein ganz wertvoller Beitrag, dann gibt es andere, wie zum Beispiel Stadtmaus, die überlegen auch, ob sie eine Führung machen zum Reformationsjubiläumsjahr und wir in den Kirchen sowieso. Und wir wollen das so ein bisschen zusammen tun in ein Programm, dass die Menschen sich das je nach Geschmack und Zielgruppe aussuchen können. Ja, und weil der Eiserne Vorhang zwar längst Geschichte ist und abgebrochen ist, aber in unseren Köpfen, so habe ich manchmal den Eindruck, noch weiter existiert, schauen wir eben ganz bewusst in den Osten und machen ganz bewusst natürlich auch diese Schätze bekannt, die unsere gemeinsame Kultur und unsere gemeinsame Geschichte bedeuten, zum Beispiel die Klosterburgen in Siebenbürgen. Deshalb werden wir mit dem evangelischen Bildungswerk auch anbieten, dass wir eine Kulturreise hineinmachen zu den Klosterburgen, zu den Moldauklöstern, um uns dort eben auch weiterzubilden und hier, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, die Einheimischen zu Gästen, zu Reisenden werden lassen, damit wir uns alle gegenseitig bereichern. Vielen Dank.